kann man Sprungteufel. Ja. Da ist die Ankhalskette. Da ist ein Puzzleteil. Ich mag die Musik, die ist so düster. Griff, so. Sternverzierte Kachel, Puzzleteil, Maske. Verzierte Kachel, Eiffelturm. Was für ein Geräusch soll ich dir denn verjagen? Steht irgendwas zum Schmeißen? Ach da. Möp. Ist gemein, ich weiß, aber ich finde sowas schön. So, sternverzierte Kachel. Gar nicht so einfach hier. Da haben wir auch nichts. Da? Nö, auch nicht. Da ist der Stern. Und wo ist die verzierte Kachel? Da ist nirgendwo mehr was drin. Da drin war auch keine. Zumindest habe ich keine gesehen. Muss aber hier drin sein, wir können ja hier noch rein. Weißt du, so völlig übertrieben, einfach mal sinnlos hier rumklicken. Passiert aber nichts. Sehr seltsam. Verzierte Kachel. Ach da. Okay. Du hast einen Griff gefunden. Na, sehr schön. Da können wir nichts machen. Wachsamkeit. Für das Lösen einer Wimmelbildszene ohne die Verwendung jeglicher Tipps. Ja, siehst du mal. Ach so, den Angelersatz brauchen wir ja noch, ne? Jetzt können wir doch auch schön den Stuhl hier aufschneiden. Nicht scharf genug für dieses Material. Da. Ist sicher fixiert, wenn ich zerkratze ich sie nur. Okay. Was fehlt der Hebel? Okay, geht auch nicht. Brrr. Tja. Messer haben wir ja auch keins. Zumindest keins, das ich sehen könnte. Verschlossen, das wissen wir. Hier können wir nichts mehr machen. Nur raus. Ach, hier brauche ich noch den Schnurersatz. Ja, dann kriege ich ja bestimmt aus dem Stuhl, aber ich brauche ja ein Messer. Aber ich kann eh nichts mehr nehmen, okay. Diese Kiste, das ist das Grammophon. Geht auch nicht. Ach so. Zack. Eine Statue. Ein Werkzeug. Ah, ein Kreuzschlüssel. Okay. Kann immer noch nicht weiter. Was soll ich mit der Bronzestatue? Stuhl einschmeißen. Geht auch nicht. Müssen wir wohl doch erst weiter. Achso, ja, ich muss erst den Wagen reparieren. Zack. Und der Weg durch Paris ist frei.
Okay. Herr Wachmann? Officer, ich hätte eine Frage. Stop right there, Paris Police. There'll be no hooliganism on cathedral grounds during the festival this year. You're a tourist, huh? Well, Notre Dame is closed for restoration. Come back in 6 months and you might get a look at her insides. Ich will aber kurz reingucken. Ich muss an den Polizisten vorbeikommen. Vielleicht lässt das sich irgendwie ablenken. Statue vom Eiffelturm. Okay. Dieses Tor ist zu groß und sperrig für meine Zwecke. Ich brauche nur einen Fetzen. Tja, schneiden wir uns mal einen Fetzen raus. Gargoyles sollen eigentlich beschützen, nicht erschrecken. Was dieser Greif wohl beschützt? Tja, huch. Ah, ein Minigame. Eine hölzerne Karte von Paris, jedoch fehlen offenbar einige Wahrzeichen. Den Eiffelturm haben wir. Okay, brauchen wir noch ein paar Wahrzeichen. Haben wir da irgendwas? Ich kann doch vor einem Polizisten in ein Auto einbrechen. Ich muss den Schlüssel finden. Na, schade. Okay. Gehen wir mal weiter gucken. Kryptoarchäologie. Na und die? Der Hund scheint an eine instabile Stange gebunden zu sein. Sehr gut, wie ich finde. Böse klingender Hund, von dem möchte ich lieber nicht gebissen werden. Kann man denn nicht irgendwie hier? Nee. Okay. Kann man eben gar nichts machen, solange der Hund da sitzt. Da rechts geht's nicht weiter. Und wir sind gerade hier, wir können da und da lang. Aber, wie kriegen wir den Hund abgelenkt? Den Officer kann ich auch nicht ab... Können wir den vielleicht so irgendwie? Nee? Überrumpeln? Tja... Pja, no. Schaukasten können wir auch nichts machen. Ah, guck mal. Kein Grund, meine DNA zu hinterlassen. Ich sollte etwas finden, um meine Hand vor dem gezackten Glas zu schützen. Ah, machen wir das doch mal. So, was haben wir gekriegt? Miniatur Notre Dame. Okay. Das hilft mir aber auch nicht sehr viel weiter. Ach, hier haben wir noch immer den Stuhl. Und hier haben wir noch eine Miniatur. So. Verschiebe die Wahrzeichen an ihre Standorte in Paris. Wähle ein Wahrzeichen aus, um es zu aktivieren und dann auf die Pfeiltasten, um es entlang der Spuren zu bewegen. Die jeweiligen Wege dürfen sich nicht überschneiden. Nutze die Farben als Leitfaden. Ah, okay. So, 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 so. Das sitzt schon mal. Grün muss... Dala. So. Ach, das geht ja dann gar nicht. Guck mal, jetzt können wir Rot hier nicht mehr weiter schieben. Ja, siehst du? Shit. Das heißt, Rot muss hier lang. Aber mit Grün können wir doch sonst auch nicht außenrum. So. Das ist doch... Hä? Wie soll denn das gehen? Geht doch gar nicht. Gelb muss hier runter. Mit Rot kann ich nur hier runter. Oder da runter. Aber hier kann ich nicht weiter, weil hier schon gelb ist. Also kann ich mit Rot nur hier lang gehen. So, wie komme ich mit Grün jetzt dahin? Rot kommt hier lang. So. Grün kann nur noch hier lang. So. Ah, warte. So. Ist fest. So. Dann kommt Gelb hier lang.
So, 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 so. So. Und jetzt kommt Blau hier unten lang. Ah ja, doch, es geht. So. Okay. Tada. Autoschlüssel. Diese Schlüssel gehören zu einem Zivilfahrzeug in der Nähe. Auf dem Vordersitz findest du etwas, das ich aus der Asservatenkammer in Prag mitgenommen habe. Ich bin mir sicher, dass du es im letzten Jahr vermisst hast. Um Fleur zu finden, benötigst du einige Informationen von Esme, dem Steinmetz der Kathedrale. Um Esme zu finden, musst du in die Kathedrale gelangen. Inspektor Jacques Charmant. So, das haben wir ja gerade gelesen, ja. So, hallo, wie kann ich hier raus? Danke. Achso, das können wir jetzt immer wieder lesen. Ja, super. So. So. Wächteramulett. Nachdem ich, der letzte Abkömmling von Prag, gelesen hatte, nahm ich an, dass du das Amulett benötigen wirst. Ich habe die Kathedrale für Renovierungsarbeiten geschlossen und einen Polizisten davor postiert. Bitte entschuldige dies. Du musst irgendwie an ihm vorbeikommen. Lass uns Fleur finden und dieses Gargoyle-Chaos beseitigen, bevor der Bürgermeister oder Fleurs Vater noch Wind von dieser Sache bekommen. Sonst kommt es, ehe wir uns versehen, noch zu einer Hexenjagd. Prague, 14th century. The Crusaders commissioned by King Vladislaus of Bohemia return, bearing the true Holy Grail. The Ossana Sapphire, a gem believed to be so powerful it had been buried in a wasteland. The king reasoned that it was too dangerous to be in one person's possession, even the king's. So he split the Ossana Sapphire in two, giving half to the high priest of the clan of the Nine, and half to the commander of the Guardians. But the king did not realize that the sapphire's power wasn't evenly distributed. The light half was forged into the Guardian amulet, and it contained the powers of good. The dark half disappeared when the council disbanded. Legend has it the Guardian amulet can reveal hidden symbols and reverse dark energy, even bringing stone to life. Use the amulet to help you in your investigation. Das Wächteramulett. Wir können es also selbst benutzen. Dann probieren wir es doch direkt mal aus. Hallo? Ah, jetzt haben wir das sichtbar gemacht, okay. Nee, doch nicht. Verbleibende versteckte Symbole 5. Ach so, wir müssen noch mehr finden. Okay. Okay. Und eins noch. Hallo? Ich bin das Letzte. Ach da. Das Wächteramulett hat die Magie der Symbole zu dem Greifen geleitet. Huch. Ah. Notre Dame hat von Napoleons Krönung bis zur öffentlichen Hinrichtung. Ach, das ist immer so schnell weg. Mama hat immer gesagt, dass ich mich nicht mit einem Greif anlegen soll, vor allem nicht im Dunkeln. So, da haben wir Gargoyle-Flügel. Derart aufgehäufter Schnee lässt sich ohne Probleme einsammeln. Ja, wenn ich was zum Einsammeln hätte.
Oh nein, dieser arme kleine Gargoyle hat es noch...